In der fünften und letzten Aufgabe ging es um einen Draht, den ich hier versuche mal kurz zu skizzieren. Und dieser Draht hat natürlich eine bestimmte Querschnittsfläche A und der Draht hat eine gewisse Länge L und der besteht natürlich aus einem Material, das einen gewissen spezifischen Widerstand oder eine gewisse spezifische Leitfähigkeit hat. Alles, was man jetzt bei Aufgabenteil A machen musste, ist sich zu überlegen, wie kann man den Widerstand von diesem Draht ausrechnen. Der Widerstand des Drahtes ergibt sich natürlich aus der Länge geteilt durch die spezifische Leitfähigkeit und geteilt durch die Fläche. Und diese Formel einmal nach der Länge umstellen, indem man das Gamma und die Fläche dort hoch multipliziert. Dann steht dort, dass die Länge sich aus dem Produkt von Widerstand, Leitfähigkeit und Fläche ergibt. Da einmal die gegebenen Größen einsetzen. Der Widerstand war mit 100 Ohm gegeben. Die spezifische Leitfähigkeit, das sollten 9,43 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter sein. Und der Flächeninhalt, das sollten 0,1 Quadratmillimeter sein und anstatt Quadratmillimeter kann man eben auch schreiben 10 hoch minus 6 Quadratmeter, weil ein Millimeter ist ein Tausendstel Meter und das Milli hier ist durch das Quadrat ja auch quadriert, deswegen das Tausendstel, die 10 hoch minus 3 müssen mit quadriert werden und deswegen werden daraus 10 hoch minus 6. Jetzt kann man die 10 hoch minus 6 hier und die 10 hoch 6 dort miteinander kürzen und einmal ein Meter hier kürzen und die Siemens gegen Ohm kürzen und einfach die Zahlenrechnung noch in den Taschenrechner einsetzen und ausrechnen. Und dann kommt man eben auf ungefähr, oder das kann man auch hier halt eigentlich relativ gut absehen, 100 mal 0,1 sind 10 und 10 mal 9, irgendwas sind halt 94,3 Meter. Also dieser Draht, um den es da ging, der hatte eine Länge von 94,3 Meter. Aus diesem Draht sollte ein Temperatursensor gebaut werden. Aus einem Platindraht, der eben einen Nennwiderstand von 100 Ohm hatte, ein sogenanntes PT100-Element. Und dafür ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn der Draht eben, ja, also 90 Meter sind wahrscheinlich schon relativ lang, da muss man ihn irgendwie aufwickeln in dem Sensorelement. Aber wenn man jetzt hier irgendwas ausgerechnet hat im Nanometerbereich oder halt im Kilometerbereich, kann man sich schon mal fast sicher sein, dass diese Länge, die man da bestimmt hat, falsch war. Ich denke, der häufigste Fehler, der hier passiert ist, ist die Umrechnung von den Quadratmillimeter in die Quadratmeter, um hier die Einheiten sinnvoll zu kürzen. So, was dann bei Aufgabenteil B gesucht war, war, wie ändert sich der Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur? Und da kann man halt aufschreiben, der Widerstand ergibt sich aus, ja, diesem Nennwiderstand, der erstmal konstant ist. Und dann mal im einfachsten Fall eben einer linearen Änderung mit einem Temperaturänderungskoeffizienten mal der Temperaturänderung, beziehungsweise ja mal der Temperatur. Ich schreibe immer eine Temperaturänderung. Und für die Temperaturänderung können wir jetzt noch einsetzen, das ist eben Theta minus irgendein Theta 0, bei dem dann auch dieser Widerstand R0 gilt. Und jetzt sollte dieser Widerstand, um den es hier geht, an einer konstanten Stromquelle betrieben werden, die einen gewissen Strom dort in den Widerstand rein schiebt. Der Strom sollte 10 Milliampere groß sein und es ging um diese Spannung, die Spannung in Abhängigkeit der Temperatur Theta, die über diesen Widerstand abfällt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Spannung beziehungsweise die Spannung in Abhängigkeit der Temperatur Theta ergibt sich natürlich aus dem Ohmschen Gesetz, den Strom, der konstant ist, mal der Widerstand, der sich in Abhängigkeit der Temperatur Theta ändert. Und dann kann man das einfach einsetzen und dann steht da der Strom mal der Widerstand mal diese Klammer da oben. 1 plus Alpha mal das Theta minus das Theta 0 und kann das noch irgendwie
ein bisschen auseinanderrechnen und anders zusammenfassen. Dann steht da halt da I mal R mal 1 plus I mal R mal Alpha mal Theta und noch minus I mal R mal Alpha mal das Theta 0. So, und das Ganze ein bisschen umgeordnet. Das hier vorne mal weg und das hier hinten mit dran. Sieht man, es gibt einen Term, der von Theta abhängt. Es geht ja darum, wie ändert sich jetzt diese Spannung in Abhängigkeit von Theta. Es gibt einen Term, der von Theta abhängt. Das ist sowas wie ein Anstieg. Und es gibt einen Term hier hinten, der überhaupt nicht von Theta abhängt. Das ist sowas wie ein Achsenabschnitt. Und das heißt, dass diese Spannung in Abhängigkeit der Temperatur Theta so etwas wie eine lineare Funktion darstellt. Die Spannung ändert sich linear über der Temperatur. Und dann sollte man einfach diese Gleichung nutzen und die Spannung ausrechnen bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius. Dazu musste man einfach die Werte dort mal einsetzen. 10 Milliampere mal die 100 Ohm erstmal. Und dann 1 plus und dieser Temperaturkoeffizient, das waren 3,851 mal 10 hoch minus 3 pro Kelvin. Und das Ganze jetzt eben mal 20 Kelvin, denn die Bezugstemperatur waren 0 Grad Celsius, also von 0 Grad Celsius auf 20 Grad Celsius hat sich die Temperatur um 20 Kelvin verändert. Das Ganze jetzt in den Taschenrechner eingesetzt, kommt man darauf, dass über diesem Widerstand eine Spannung von ungefähr 1,077 Volt abhängt. Ne, wenn man bei 0 Grad wäre, wenn es keine Temperatur gäbe, dann wäre diese ganze Klammer hier hinten einfach 1, dann würden da 10 Milliampere mal 100 Ohm, dann würden da eben genau 1 Volt drüber abfallen und durch diese 20 Grad Celsius, durch die Temperaturänderung, kommen hier diese 77 Millivolt zusätzlich zustande. Und dann sollte man das Ganze nochmal bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius ausrechnen. Das Aufschreiben der Zahlenrechnung spare ich mir jetzt und gebe mal nur das Endergebnis an. Das waren dann 1,3851 Volt. Und bei der Aufgabe D ging es darum, ein Delta U aufzuschreiben, das sich letztendlich nur aus dem Delta T hier ergibt und natürlich aus dem Strom und aus dem Widerstand. Also 10 Milliampere mal 100 Ohm mal die 3,851 pro Kelvin und natürlich nochmal 10 hoch minus 3. Und dann das Ganze für eine Temperaturänderung von 0,1 Kelvin. Und da kam dann raus, dass wenn man halt die Temperatur um 0,1 Kelvin ändert, dass sich die Spannung dann, wenn man das Ganze einsetzt und die Zahlenrechnung macht und dann hier die Kelvin entsprechend wegkürzt. An der Stelle fällt mir auf, dass ich die 1 durch Kelvin hier oben natürlich unterschlagen habe, die sich hier genauso wegkürzen sollten. Dass dann hier eine Spannung oder eine Spannungsänderung, eine Spannungsdifferenz, ein Spannungsunterschied von 0,385 Millivolt rauskommen. Was vergleichsweise wenig ist, was aber auch natürlich dadurch bedingt ist, dass diese Temperaturänderung hier vergleichsweise klein ist, nur 0,1 Kelvin. Hintergrund dieser Rechnung ist, wenn sich die Temperatur um 0,1 Kelvin ändert, ändert sich die Spannung um 0,38 Millivolt. Das heißt, wenn man jetzt mit diesem Draht, mit diesem Temperatursensor ein Thermometer bauen möchte und Temperaturänderungen von 0,1 Kelvin messen möchte, muss man die Spannung auf 0,385 Millivolt oder zumindest im Submillivolt-Bereich genau messen können.